Farmen erstmal erledigt. Mir fehlen nochmal die 2 Punkte. Machen wir erstmal die Höhlen. Welche hatte ich? Ich hatte die. Ich hatte noch eine. Erstmal die. Die weiß ich. Die habe ich mir gemerkt, weil da der Typ unten am Boden liegt. Da. Hier. Wegen dem Gedöns. Deshalb habe ich es mir gemerkt. Vielleicht, na, ich guck mal, wie viele Runen zusammenkommen mit den. Ich hatte 3 Höhlen, die ich nicht gemacht hatte. Ich schaue, wie viel zusammenkommt, aber es ist. Ich fahre mir nicht so gerne. Die ja, sieht man nämlich sonst nicht. Das ist ja voll gemein. Ich bin doch das eine Mal hier reingelaufen und kam kaum raus. Da war ich leider auch aufgeschmissen, weil ich nichts mehr gesehen hatte. Ja, und hier ist ein großer wieder. Ein großer. Falsche Taste. Kann ich? Stachelkeule. Ja, ich habe eine Stachelkeule in der Hand, die reicht mir. Die reicht mir. Genau, ich habe das hier gesehen. Ist auch immer goldenes Rufzeichen. Istvan, der alte Ritter. Na dann komm her, Istvan, du alter Ritter. In Orange. Wieder Jäger, ne? Dann. Cool. Kann ich da noch Quali noch rufen? Ja, halt wirklich. Na dann. Istvan ist weg. Aber da hinten ist was. Schön. Ach, da ist Istvan. Wir haben hier wieder Kleinkram und Großkram. Halbmenschen. Aber ist nicht unser Koboldchen auch ein Halbmensch? Wurde einfach so ausgegliedert. Einfach so. Ja, Angriffe sind seine, ne? Ich weiß nicht, was er macht, aber auch irgendwie wahrscheinlich auch so ein Gravitationsgedöns wieder. Wieder wie das eine, was da mal war. Schneidereiwerkzeug. Nähnadel. Und alle weg. Bin allein. Okay. Ja. Ging. Das war doch jetzt problemlos. Das war doch jetzt problemlos. Ich will da hinten das noch einsammeln. Bevor ich hier rausgehe. Warte, ich lauf raus. Lauf raus. Nachher gibt es ja einen Schmiedestein. In dieser Dingshöhle. In dieser Mine. In dieser Viecher. Schwefelnder Schmetterling. Ist noch ein paar. Ich muss das dann dem. Irgendwas mit K heißt der, unserem Kobold, das zurückbringen. Das ist ja diesem. Er hatte mir ja erzählt gehabt, dass ich ihn, glaube ich, aus diesem Baum befreit habe. Er wollte mir eigentlich was Besonderes schenken. Ich glaube, das ist dann das jetzt hier, ne? Was ich für ihn eingesammelt habe und das hat er ja nicht mehr.
Hat er ja verloren gehabt. Ja. Insel. Ich bin auf der Mini-Insel hier. Gerne Gnade. Ich muss dem das doch zurückgeben. Naja. Neue Metallbon zufriedenstellend. Nee. Also ich nehme ihn, ja. Es ist also erleichtert das Leben im Vergleich zum Knüppel. Und es ist wie der Knüppel, bloß mit Blutungsschaden. Das ist eine Gnade. Aber nur eine Quelle. Aber ich hätte gern lieber das andere Ding. Das wäre schön. Und noch eine Kirche. Also lieber das Katana, was ich machen wollte. Ich finde das hier nicht hübsch. Kirche der Drachenkommunion. Ritual der Drachenkommunion. Drachenkommunion? Warte mal. Drachenfeuer, Drachenklaue, Drachenschlund. Opfergaben, Drachenherz. Ja, ich habe ja eins. Eins habe ich. Ich habe ja einen Drachen getötet, den da im Sumpf da. Ja, dafür brauche ich aber diese Magiesachen. Wenn ich dann soweit bin, befasse ich mich mal mit Anrufungen. Okay, ich komme hier ja her. Also hier kann ich mir das gratis gönnen, nur für eine Drachenherz. Ich wollte gerade Drachenklaue sagen. Schau mal, ob hier noch was ist. Kann man mal herkommen. Weiß nicht, wie dieser Kobold. Irgendwas mit K heißt der. War recht kurz war der Name. Gebe ich gleich sein Nähset zurück. Und seinen Nadeln. Bedöhnt sich mir noch gucken, ob hier noch was ist. Okay. Nicht so aus. Sieht nicht so aus. Also hier ist nur wegen der Kirche das. Okay, für Drachenanrufungen. Dann einmal zurück und das abgeben. Immer noch für Klaus. Ich habe gerade... nicht ganz. Will gleich. Er hat sich vorgestellt. Ich habe es wie immer vergessen. So eine Sache. Oh. What are you doing here? You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Die Nähnadel überreichen. Er ist ja dezent am Verbluten seit einigen Stunden. Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Hallo? What made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress, and that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Suppose I can't just curl up and die, can I? Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamster like my mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Passt. Okay. Haben wir erledigt. Ich bin nett. Wurde nochmal bestätigt, finde ich gut. Die Höhle war das. Welche Höhle hatte ich noch? Gott. Die? Irgendwas habe ich hier am Rand. Die da Plushöhle, die gibt es irgendwie öfter. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die oder die? Die andere war auf der anderen Map, die ich nicht hatte. Mit der Bestätigung, dass hier nett ist. Ja, sag ich ja. Ich schau mal ganz kurz. Ich wollte mir verteilen.
Eine von den beiden, glaube ich. Und die andere war diese... Die weiß ich, wo die ist. Die war aber auf der anderen Map. Das sind diese Katakomben. Nee, Katakomben ist es nicht. In der Höhle muss es sein, weil die Katakomben sind beleuchtet. Da war ich definitiv... Da war ich ja drin. Ja, die. Ja, die ist es. Ich weiß auch, was ich nicht gemacht habe. Ich weiß das doch. Oh Gott, ja. Ja, zum Glück habe ich mir die Lampe genommen, ne? Mimi, Mimi, Mimi. Und jetzt so? Aber doch da. Ich sehe den Boden. Sicher ist sicher und so, ne? Guck jetzt, was hier ist. Kann ja wohl nicht so schwer sein, Wölfe. Ich glaube, jetzt geht jetzt hier mit den Höhlen eh ganz viel. Fix. Ich habe ja das meiste schon gemacht. So. Mich irritieren halt die ganze Zeit die Seelen, die natürlich runen. Ich habe keine Ahnung, dass da was angezeigt wird. Geht es da runter? Ja, man könnte da runter, glaube ich. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Es gab nur hier diese... Oh, mit der Kiste, wo man schon wusste, die Kiste verarscht einen. Oh. Erstmal runterfallen. Goldene Rune. Ich bräuchte so 20 Stück. So erstmal im Lotto gewinnen hier. Und dann würde ich die sogar ploppen lassen, aber vorher nicht. Muss ich lohnen. Ja. Dann geht's hier weiter. Ja. Shit, ey. Gott. Ja, hier. Ja, okay. Das sah so hoch aus. Es sah so hoch aus. Aber wenn hier Elden Ring schafft, dann schaffe ich das locker. Müsste ich mir nur kaufen. Was soll das denn hier heißen? Hallo? Ich bin hier auf High-Profi-Level. Sieht man doch. Ich glaub's ja. Ich glaub's ja. Ich mach das hier richtig gut. Beim Stachel. Nee, nee, nee. Da geht's jetzt rein und... Da, ich geh erstmal hier rein. Trollen. Ich glaube, der andere Weg wäre sinnvoller gewesen. Oder geht's runter? Jetzt mal den anderen Weg. Ich möchte jetzt runterspringen. Es wird schnell. Ich mache hier bestimmt irgendwann so ein Wettkampf-Dings. Das kann man ja machen. Ich habe doch da dieses Gebäude gefunden. Oh, Gebäude gefunden gehabt. Easy. Ja, hier war es. So was wie ein Wasserfall, glaube ich. Es hat gerade noch gewimmert. Es hat gerade noch gewimmert. Ja, fett. Und ich glaube, da oben, das war das, wo ich da oben war. Ja. Dann geht's hier weiter. Ja, das habe ich gerade gehört schon. Oh Gott.
Besonders, ich habe noch gar keine Nebelwand gesehen, ne? Hier würde ich auf jeden Fall auftauchen. Wieso ist das denn hier alles so mit Springen? Ich komme nie wieder hoch. Das sieht eigentlich eher so aus wie so Dummheit sterben und so. So prädestiniert dafür hier. Runterfallen und sterben. Runterrollen und sterben, besser gesagt. Kann ich erstmal was übersehen? Ich komme da nicht mehr hoch. Komm da nicht. Na, super. Das habe ich natürlich gut hingekriegt. Also ich muss da in die Mitte. Also wir können ja nicht schwimmen. Die Frage ist, kann ich da auf diese Fläche? Ich sammle gleich meine Runen dann mal wieder ein. Vielleicht schaffe ich auch da auf dem Ding zu landen. Ich sterbe ja, wenn ich hier im Wasser lande, ne? Also das sieht sehr tief aus. Hier, ich guck mal, kann ich hier rauf? Ja. Aber hier ist auch was. Jetzt, danke. Ich sehe nichts. Wo ist es? Da. Schmiedestein. Oh. Wir haben hier diese Eierstöcke. Und hier ist noch irgendwas. Vielleicht kommt so ein Riesen-Oktopus-Ding. Ja, doch nicht. Goldene Runen. Ihr löst aber nicht mein Problem, wie ich jetzt weiterkomme, ne? Wenn ich jetzt hier stehe. Ich glaube, da geradezu nach unten, das zu treffen, ist aber eigentlich eher ein kein leichterer Weg. Oh Gott, ey. Naja. Das Problem, meine Runen sind hier. Ich darf dann jedes Mal probieren von hier. Oh Gott. Nein. Doch. Weil. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe mich gerade so sehr aufs Sterben vorbereitet, das glaubt ihr gar nicht. Okay, eng. Oberstab eingesammelt oder ein Stückchen? Eins von beiden. Noch was? Ja, genau, hier, das habe ich noch gehört. Das habe ich noch gehört. Ja, das müsste ich dann aber irgendwie anders einsammeln. Oh Gott. Ich muss dann nachher noch mal runterspringen. Hier liegen schon Leichen. Oh Gott. Unser Eierstöcker-Ding hängt da oben an der Decke.
Ich bin ja noch immer nicht. Also, ich weiß nicht, ob es hier einen Boss gibt. Ich habe halt echt noch nicht so eine Nebelwand gesehen. Nehmen wir das hier mit. Ich brauche ja Runde. Dann nehmen wir die auch alle mit. Hier geht's weiter. Ach, was bin ich hier? Herbeirufen anderer Spieler. Das ist das mit dem Finger. Benutzt eine Krummfingermedizin, um die Rufzeichen von Spielern aus anderen Welten zu offenbaren. Ja. Ja, das habe ich schon mal eingesammelt. So kam jetzt erst der Text. Gut. Aber es geht trotzdem irgendwo anders weiter. Laufe mal gegen die. Eine Taschenlampe. Also von hier kam ich doch, oder? Ja. Von hier kam ich. Es geht irgendwo anders weiter. Nee. Kein anderen Gang. Es gab nur noch diesen einen, wo ich gerade zu dem Krummfingermedizin gekommen bin. Und dann von hier aus weiter? Sah jetzt nicht so aus. Nee, ich kann ja nicht klettern. Doch, doch, hier kann man rauf. Da ich das vorhin schon funktioniert hatte. Wie viel Heiltränke habe ich? Ja. Ich schau mal, was wird. Ist ja gar kein Problem. Easy für mich. Aber bitte lass mich die Qualle holen können. Oh, gut. Das Ding hatte ich doch schon mal, oder? Das ist so, wenn das so ein riesen Steinteil ist. Wächtergolem. Doch, das hatte ich schon mal. Wo ich gesagt habe, hatte ich noch nicht. Eh nicht an den Kopf ran. In der Geschwindigkeit, die ich hier habe. Er kotzt, er kotzt. Blauer Tänzerin-Talisman. Ja, danke. Ja. So dachte ich nämlich, ich war von Anfang an, habe ich nämlich eher gedacht, aber ich glaube, in Dark Souls ist es sehr so, dass du ja, wenn du dann stirbst, einen echt langen Weg wieder hast zu deinem Boss, wo du gestorben bist. Und hier war das jetzt immer recht, also wirklich sehr human. Und hier war es jetzt zum ersten Mal ein Stückchen länger. Und der Weg war trotzdem noch human. Okay, hab ich die Höhle auch erledigt. Dann ist jetzt die dritte Höhle. Eventuell habe ich dann wirklich genug Punkte, ne? Um den Rest zu machen, muss ich nicht mal farmen gehen. Das war die hier, die dritte Höhle, die ich nicht gemacht habe. Läuft. Ich behalte den Talisman erstmal, den ich habe mit dem Feuergedöns. Ich würde ja auch lieber den anderen nehmen. Ich hatte ja so einen anderen noch eingesammelt. Aber, ja... Feuerschaden und so. Wäre schon hilfreich.
War das wirklich die Höhle? Ich glaube, ah ja, doch, ich bin wieder rausgerannt, weil ich habe einfach nichts gesehen, nachdem ich hier so runtergefallen bin. Doch, doch, das ist die. Ich war hier zwar drinne, aber nicht so wirklich. So war das, glaube ich. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, gegen wen ich hier, also was ich hier jetzt bekommen hätte als Item oder so. Bin wirklich wieder rausgerannt. Hier auch irgendwo eine Riesenratte und so war. Mal sehen. Deswegen einsteigerfreundlich. In Dark Souls 2 musst du teilweise an 200 Gegnern vorbei 10 Minuten zum Boss laufen. Ja, eben, ne? Aber ich... Deshalb, und selbst das, was du, glaube ich, hier hinläufst, selbst das ist ja da noch im Vergleich nett, nehme ich mal stark an. Sobald es mal wirklich ein Stückchen weiter wird hier. Das hier ist ein Ratter. Dieser Streitkolben ist doch, also, jetzt schon OP. Mit diesem bisschen Dings. Ich benutze noch nicht gern Streitkolben, deshalb... Ich find's nicht hübsch. Ich hätte gern was Schnittiges. Deshalb Schwert. Aber erstmal ist es okay, ne? Ja, ich war hier nicht. Sonst hätte ich das nämlich eingesammelt. Stein. Da kommt schon ein Wurfmesser. Oh Gott, ja. Mhm. Wieso der neuerdings immer irgendwo runterspringen? Oder auf kontrolliert fallen? Lassen. Warte mal. Da ist nichts. Na dann. Okay. Ich hätte gedacht, hier unten erwartet mich erstmal eine Ratte oder sowas. Ich habe mich schon gewundert, große Höhle und etwas, ist das ein Bär? Ich habe noch nicht gegen einen Bären gekämpft, ne? Ich wollte eigentlich nur schauen, ob hier wieder so ein Riese, konnte jetzt nicht von der Decke fallen, aber... Bitte? Was ist das? Und ich kann Quali nicht rufen. Oh Gott. Okay, warte mal, kann ich mich da anschleichen? Ohne einen Bär. Ich bin jetzt schon bei so einem Boss. Ich kann doch Quali rufen. Ah! Nein, nein, ich muss mich heilen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay. Ich war nicht vorbereitet. Gut. Oh Gott, was ist das? Easy going. Ich hänge irgendwo. Wow. Scheiße. Ich bin nach vorne nicht reingekommen. Oh, jetzt war es aber Blutungsschaden. Nein. Heil dich. Der macht halt auch Blutungsschaden, ne? Okay, Quali ist tot. Natürlich kacke gerade. Er schiebt mich einfach herum. Jetzt stirb. Okay.
Zauberdrachen-Talisman. Ich nehme mal an, der sah so aus wie mein anderer. Der ist dann gegen Eis, der war nur blau. Oh Gottchen. Ich dachte, ich muss ihn nochmal machen. Ja. Ach nee, ganz gegen Magie. Okay. Okay, okay. Okay. Ja, ich habe gesehen, vergiftet, aber ich wusste nicht, wann zuletzt Falli da das Gift abgedrückt habe, weil die auf einmal weg war. Gut. So habe ich das doch gemacht bei dem Erdbaum. Da bin ich ja am Ende hier, ne? Nur ausweichen und hoffen, dass es gerade noch so reicht. Läuft ja wie ein Schnürchen mit den Bossen. Ja, aber auch nur, weil da bin. Die 1-2 habe ich ja noch nicht gemacht gehabt, weil ich einfach kein Licht hatte. Und ich bin ja schon einen Kartenabschnitt weiter. Das ist jetzt wenigstens eine Höhle. Den Bär fand ich brutal, ne? Das ist jetzt aber eine Höhle, die war jetzt in diesem neueren Kartenabschnitt, wo ich ja eigentlich drin bin. Ich würde mal hier, wegen dem Ziegel, das da wollte ich ja machen, ne? Eigentlich. Ich guck mal, ob jetzt meine Runen ausreichen. Damit ich das Schwert nehmen kann, da kann ich das Schwert verbessern. Ich habe ja auch diese ganzen Aschengedöns. Ich würde es dann gleich einmal aufpäppeln. Bei der Asche war ja gewesen, das durfte ich ja wieder umpacken. Ne? Ich würde es dann gleich mal ein bisschen schicker machen. Hier, genau 15. Da musste ich nur gucken. Ich habe nur ein paar Riesen gefarmt und ansonsten die Höhen gemacht. Und dann hat es dafür jetzt gereicht. Das passt doch, ne? Die verskillen und jetzt auf einmal. Jetzt direkt einmal überprüfen, ne? Jetzt habe ich in beiden 15. Jetzt ist es... Also, nochmal kann man das jetzt nicht verkacken. Also doch, kann man bestimmt schon. Ach, das da macht auch Blutungsschaden? Was? Habe ich auch bekommen gehabt. Hier. Ja? Ich kann jetzt sogar die ganzen anderen Sachen hin. Das wollte ich hinnehmen. Macht aber nur 45, nicht 50 Blutverlust. Na gut, egal. So. Hier mal ausrüsten. Nee. Ja, ich habe nämlich das Gefühl, das klappt vielleicht ein bisschen besser, wenn ich das in beide Hände nehme. Hier, ich glaube... Ja, ich glaube, das ist doch ein bisschen von Vorteil. Ich muss aber hier einmal zum Weihnachtsmann. Kale. Schmiedestein. Ich bin trotzdem noch sauer auf mich selbst, dass ich einmal mir diese 1-4 Punkte falsch geklickt habe, weil ich es einfach nicht richtig im Kopf hatte. So, Schmiedestein, Katana. Kann nochmal ein Schmiedestein raufhauen? Okay. Ich habe 2 raufgepackt. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich habe ja genug Schmiedesteine. Waffe kann am Schmiedetisch nicht weiter verstärkt werden. Okay. Ich habe 3 raufgepackt. Weiter ging's nicht. Weiter ging's nicht. Den goldenen Ritter jetzt auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nicht. Ne, Kriegsasche war wieder in der Gnade. So. So, wie war das nochmal? So, das Katana. Das hat ja doch jetzt nichts drauf. Es hat doch nur einen Passiveffekt. Ach nee, doch, das hat da... Nee, das würde ich jetzt hier raufpacken. Genau. Einmal stampfen? Nee. Eiserne Wille. Dieses Goldene war doch so gut, ne? Aber ich kann das nicht benutzen, weil ich doch 40... Aber es ist... Das verschlechtert ja meine Sachen. Ist das immer so? Dieser goldene Schwur war ja das Ding. Ich sehe bloß nicht gerade ganz durch. Was ich nicht verstehe, ist hier diese Attributskalierung. Ich weiß jetzt nicht, was EED heißt. Bin gerade komplett lost. Und
Mana, ja, FP-Kosten sind 40, aber wenn ich jetzt nach da drüben gucke, ich bin ganz kurz verwirrt, habe ich doch 78 von 78. Das heißt, ich könnte das ja einmal verwenden. Deshalb bin ich gerade verwirrt, was das ganze Ding will. Die Idee. Eine einfache Dummheit. Ja, weil ich vorhin falsch geskillt hatte, ne? Danach musst du noch auswählen, auf was deine Waffe skillen soll, wenn du den Zauber draufpackst. Dann kannst du wieder geschickt packen. Hier ist die schlechteste Skalierung. Ich jetzt mal, ich probiere mal aus. Ich schau mal, was passiert. Ach so, das, ja. Heiliges. Chikatana, okay. Also wenn man Standard... Weil es mir hier das abzieht, um es auf heilig zu setzen. Aber heilig brauche ich ja nicht. Brauche ich irgendwie... Brauche ich nicht. Ich kann das wieder runterholen. Diese Asche. War ja... Ich würde jetzt ein Standardgedöns machen. Wenn eh diese schlechteste Skalierung ist. Ich weiß auch nicht, was heilig ist. Da beschäftige ich mich später mit, ne? Nehme jetzt ich. Ich packe das jetzt einfach auf Standard. Wohl heilig. Sieht ein bisschen schicker aus vielleicht. Immer Standard. Weil sonst nimmt er mir von meinen anderen Sachen was weg. Wir haben die Schleifmesser mit zu tun. Was bis jetzt nur eins. Dann gibt es noch andere Affinitäten. Ach so. Okay. Ja. Naja, es ist jetzt drauf. Aber was mich trotzdem gewundert hat. Warte mal. Nimm mal in beide Hände. Ja, ich habe doch. Für einmal habe ich doch Mana. Deshalb habe ich mich gewundert. So, und ich hatte doch so einen guten Talisman. Kritische Treffer regenerieren. Erhöht Angriffskraft bei geringerem Ausrüstungsgewicht. Und was heißt das? Hatte ich nicht irgendwas anderes gehabt mit Nahkampf? Ach, das war das Ding. Ne, das war das, was ich gerade gemacht habe. Ich behalte den Flammentraht. Talisman erstmal. Passt schon. Passt. Dann einmal jetzt das verbessert. Ich habe ja auch die Schmiedesteine draufgepackt. Das Siegelgefängnis. Schön. Klappt jetzt bestimmt. Nee, wartet mal. Meine Seelen liegen doch irgendwo rum. Das war ja nicht im Siegelgefängnis. Das war die Katakomben. Da war das gewesen. Ich muss erst kurz zu dem Gegner hier. Das war die Katze mit den 4-5 Wasserspeiern. Ach nee, was? Das waren mehr als 4-5. Dahin. Und danach das Siegelgefängnis, weil hier liegen wirklich noch die Runen, die habe ich ja nicht rausbekommen. Weil ich wollte gerade sagen, beim Siegelgefängnis kann ich dir wieder einsammeln. Ja, den Endgegner bei den Katakomben, der ist noch offen. Ja, schön. Easy. Aber die Runen liegen da noch. 1500. Ende jetzt vielleicht nicht die Welt, aber... Ich probiere das aus. Ich weiß aber nicht, ob ich die Qualle rufen kann und diesen Effekt einsetzen kann. Ich bin mal gespannt. Aha. Jetzt wäre auch alle. Läuft. Ich sollte vielleicht meine Runen einsammeln, wo auch immer die sind. Müssen die hier nicht liegen? Habt ihr nicht gesehen? Und meine, wo ist mein Trank? Gerade komplett los. Da liegen die. Oh, bin ich blind. Ne. B.
Wenigstens habe ich kurz die Runen eingesammelt. Die goldene Spur steigert die Angriffskraft um 13% für 45 Sekunden vor dem Boss aktivieren. Also bevor ich reinlatsche. Aber ich brauch 5 Minuten mit rumrollen. Also ich sterbe. Okay, es ging gerade schneller. Okay, 45 Sekunden nur. Kann man das irgendwie mal verlängern? Das zieht halt so viel Zeit, ne? Und dann muss ich... Ich verklick mich ja auch immer. So, mal gucken. Ich habe ganz schnell meine Runen eingesammelt. Ich denke natürlich, ich mache die Tode irgendwann raus, ich sag's euch. Das einmal hochzuschrauben. Die. Ach, ich hab's auf die... Nein. Ah! Hat schon wieder komplett vergessen. Bei einem anderen Gegner würde mir das irgendwie mehr bringen, weil ich immer nicht weiß, Kleinkram machen oder nicht Kleinkram machen. Ich sehe nichts. Ah! Gut. Wie war das mit den... Bossen, das läuft so gut. Ja, ne? Finde ich auch. Und deshalb in jedem Spiel immer erst den Kleinkram und dann macht man den restlichen Gedöns hier. So, ich mach's mal ein bisschen vorher. Wo ich da... Kann ich hier so einen Ritter noch vorbeikommen? Wie bei dem einen Ding, wo ich war? Das war doch praktisch. So schnell war ich nämlich gerade nicht, ne? Das ist dann eine Nebenquest und dann die Hauptquest. Ja, deshalb macht man das ja genauso. Wird eine Weile dauern. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Kleinkram-Gedöns... Quali stirbt halt so schnell. Das andere bringt mir gar nichts, diese komischen Wanderer. So gar nichts, gar nichts. Wolfsasche kommen 3 Wölfe. Ich glaube, die konnte ich aber nicht benutzen, weil ich zu wenig Mana habe. Da brauche ich 100. Ich habe 74, oder 79. Irgendwas mit 70. Das ist das Ding. Und diese komischen Wanderer sind halt schon wieder zu schlecht. Die Wölfe kann ich leider nicht nehmen. Und jetzt liegen hier schon wieder meine Sachen in dem Raum rum. Meine Ruden. Weil ich müsste ja, ich weiß gar nicht, wie ich Mana jetzt so verbessere hier. Mal gucken, müsste ich ja dann in Glaube oder was das ist investieren, eventuell? Meine Sachen nicht eingesammelt. So lauft der mir jetzt wieder hinterher und ich, der Qualle. So, wenn ich glaube, jetzt ist nur noch das Ding übrig. Ich bin, glaube ich, schon ein Stückchen weiter. Das ist meine Qualle in Ruhe.
Niemals geht die Kralle drauf. Also ich habe noch diesen anderen Trank. Ich weiß nicht, was das macht. Es saß gerade da einfach nur. Nerven. Diese Zeit, die war dann. Ich schaff gar nicht die Heiltränke. Jetzt. Du denkst einfach nur, pass auf, dass du nicht diesen letzten Dingsschlag, dass du kurz davor stirbst, ne? Altmenschenasche. Schön. Schön. 10 Jahre später. Okay, haben wir das auch geschafft. Ich habe meine Runen da rausgeholt. Wer hätte das gedacht? Damit habe ich nicht gerechnet, dass das überhaupt funktioniert. Erstmal alles offene hier machen. Dann jetzt das Siegelgefängnis, oder? Das war ja so die Reihenfolge. Das andere könnte ich irgendwann bestimmt auch probieren. Ja, dann kann ich hier oben weitermachen. Aber es Das hier wollte ich ja probieren jetzt mit der neuen Waffe. Das mit dem Ausweichen und der Ordinesse müssen wir nochmal lernen. Das schaffe ich nicht, ne? Ich muss erstmal hier raus. Das ist zu viel verlangt. Ich kann mich nicht so elegant rollen wie diese Schäfchens. Das funktioniert nicht. Ich bin jetzt einmal hier im Kreis. Egal. Mehr runter, bitte. Da will ich hin. Ich will doch mal hier hin. Und das will ich halt machen, weil ich habe da diesen Steinschlüssel reingepackt. Ich habe den jetzt nicht umsonst geopfert. Yeah. Das war dieses Eisding hier, ne? Okay. Wie war das mit dem Waffen? Ja, ich... Merke ich mir, auf jeden Fall. Der könnte da jetzt Blutungsschaden kriegen, oder? Ist ja nicht aus Stein. Ich glaube, du wolltest es gerade nochmal benutzen, ich Idiot. Verwechselt manchmal auch die Tasten, ne? Dass er Blutungsschaden bekommt. Bekomm doch mal Blutungsschaden. Der kann keinen Blutungsschaden. Oh, der kann keinen Blutungsschaden kriegen. Na toll. Sieht so aus. Aber ich bin schon ein Stückchen weiter. Die Lebensleiste ist definitiv schon ein bisschen besser, als wo ich das am Anfang hier probiert hatte. Schon tiefer. Nee, das Runde. Das Runde. Post. Ach so, jetzt krieg ich Dingsschaden. Okay. Okay, ich bin ein bisschen eingeeist.
ganz, ganz mal. Da. Oh, das war so knapp und ich habe die ganze Zeit probiert, diesen Heiltrank zu trinken. Ja, okay. Wäre möglich. Ja, okay. Beim nächsten. Beim nächsten. Das ist bei Tomb Raider wird mich auch für immer verfolgen. Naja, gut. Es war. Ich dachte, das war wieder dieses. Ja, komm, den letzten schaffst du noch. Den Heiltrank musst du jetzt nicht so schnell nehmen. Ich meine, ich komme auch manchmal einfach gar nicht so schnell weggerollt. Ich habe mich nicht gebufft. Das vergesse ich ja mehr als hier Speicher, ne? Auch immer manchmal so eine Sache. Jetzt war mal das. Das habe ich bei dem vielleicht auch noch nicht hinbekommen unbedingt. Jetzt hat er Blutungsschaden mal bekommen. Stirb! Jetzt habe ich es mal geschafft. Das ist wieder so ein Ding. Ach komm, den letzten Schlag schaffst du. Du musst jetzt nicht nochmal wegrollen. Den kriegst du bestimmt gleich gehittet. Ja, ja, so wie gerade eben. So wie gerade eben. Ja, nochmal so den Blutungsschaden, so wie gerade eben, dass er sofort so schnell runter war. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so schnell hinkriege. Das ist so ein Ding, ne? Das. Ich merke auch teilweise manchmal nicht, was ich gemacht habe. Manchmal frage ich mich auch, wie habe ich denn das hinbekommen? Ah ja. Aber es ist machbar. Besser als das andere Siegelgrab. Das andere Siegelgrab ist nicht machbar. Und so. Nicht gemacht. Weil wird überbewertet. Nee. Kam da raus, ey. Ja, sicherheitshalber. Ich nehme einfach. Das hier, dieser Angriff, der hat mich vorhin die ganze Zeit gekillt. Ist wahrscheinlich wieder. Deshalb, ich komme da dann nicht weg. Ich komme da dann einfach mit meinem Frostschaden nicht mehr weg. Bei aller Zeit der Welt, ne? Was soll der Stress? Ich mache mir hier keinen Stress. Meine Seelen, Runen, was auch immer, liegen hier draußen rum. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kann ich auch einfach weitergehen. Aber das fuchst mich hier an, ne? Das ist einfach nur dieser. Der letzte Rest, ey. Vorher.
Noch nicht da. Schon in dieser leicht frostligen Phase. Mag ich nicht, ey. Ja, ja. Tja. Vergiss es, nicht diesen Angriff. Ich bin übrigens noch nicht angefrostet. Das ist mir vorhin immer passiert. Na? Ich habe probiert, diesmal nicht so gierig zu sein. Radogons Narbenziegel. Okay. Gucken, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wenn ich dafür so einen Schlüssel. Ach, nicht Ausrüstung. Inventar. Jetzt suche ich wieder 10 Jahre, weil ich überhaupt nicht weiß, was das sein soll. Ist das ein Talisman? Ja. Erhöhte Attribute, aber auch. Erhöht die Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Oh nee, bloß nicht. Schauen, wie ich hier abkriege. Nee, 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 lieber nicht. Okay. Das ist erledigt. Dann ist der ganze Teil erledigt und nur das hier habe ich mir nicht angeschaut. Und danach geht's runter zum Schloss. Ich porte mich einmal hier hin und gucke, das sieht halt auch schon wieder so siegelartig aus. Ich schau mal, was es ist. Und dann, zum Schloss. Also läuft. Läuft doch. Aber ich habe bei dem Typen nur vorhin einmal irgendwie diesen Blutenschaden ausgelöst. Das war ein bisschen, bei dem ein bisschen schwieriger. Mal gucken. Ich muss hier wieder so hoch und dann bis nach da hinten. Warte, die Dinger? Hab ich heute echt nicht, okay. Mal Gnade. Okay, hier ist irgendwas. Ach, der ist mir... Okay, die sind mir noch gefolgt. Ich hatte keine Lust auf euch. Ich habe, als ich mir das angeschaut habe, nicht die Gnade eingesammelt. Mhm. Dungeons fehlen noch, ja. Ich gucke dann am Ende, welche Dungeons fehlen, aber das so einmal... Und das Schloss ist halt noch komplett, ne? Ich
guck, habe ich ja bei dem einen, habe ich auch, da war ja eine Höhle nicht. Also ich hatte da eine Gnade nicht. Ich habe nur geguckt, ob ich alle Gnaden habe. Und bei den Dungeons ist ja eigentlich immer eine Gnade. Oh. Ach so, das ist vielleicht gut ein guter Anhaltspunkt. Aber hier ist irgendwas Komisches. Turm. Hier ist was. Turm. Das Verband. Jetzt nicht lang? Aber es gibt auch ein Buch. Such drei weise Bestien. Ja. Ach so, und dann komme ich hier rein. Da ist was. Hier, eine Schildi. Eine Geisterschildi. Schildkröten sind weise. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die vorher schon da war. Ich muss Geisterschildkröten finden. Drei Stück. Wenn wir die Wölfe aber hier wegmachen noch. Stört mich bei meiner Suche. Welche Geisterschildi ist ganz schön brutal, ne? Das heißt Hund nicht Schildi? Das war eine. Das, nee, das heißt Schildi. Ja. Ich suche. Geister kommt raus. Ich meine, Rätsel. Glaub's ja. Wir haben Wasser doch bestimmt, oder? Nee. Zwei? Ist hier noch eine? Das ist ein, das war so ein, getarnt als Stein. Hier ist kein zweiter Stein. Ich muss die Geisterschildis töten, damit ich da in den Turm komme. Das sind Geisterschildis. In Wirklichkeit ist es was anderes. Ach, hier. Hier ist noch einer. Okay. Das Siegel des Turms ist aufgehoben. Da hat man sogar gerade kurz so eine... Das gut gesehen, richtig, ne? Jetzt komme ich durch. So. Nicht mal nutzen, wenn man es schon hat. So. Das ist eine Elmwing Insider. Es gibt keine Turtle-Nachricht. Ja, ich kenne mich doch mit diesen Sachen nicht aus. Die Insider, die gehen bei mir komplett dran vorbei. Speicherstein. Ich hab ein Amulett bekommen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Talisman, oder? Nee. Speicherstein? Plus ein Slot mehr für Zauber. Okay, dann brauche ich ihn jetzt nicht suchen, um mir die Erklärung anzugucken. Sehr gut. Ich komme mit diesem Inventar. Ich weiß nicht, das ist für mich sehr, 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 sehr kompliziert. Geht man da noch irgendwie hoch oder so? Nö. Ich benutze ja keine Zauber. Also passt es. Tiltkrötenmotivation. Oder so. Aber hier war ein Turm. Cool. Rätseltürme.
Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich auf der Plattform richtig war, weil hier könnten ja wieder irgendwelche Einbuchtungen für irgendwelche Höhlen sein, ne? Ah, hier! Das ist eine Mine. Das war bei der anderen Karte auch eine Mine. Da, direkt. Mhm. Da, die Mine hatte ich nicht. Die Mine? Und dann vielleicht erst darunter, je nachdem. Ganz am Ende wird dann nochmal geglubschelt, was ich alles übersehen habe. Die da haben bestimmt auch eine Beschriftung, die Ruinen. Erstmal dahin. Ich würde einfach von dort dann starten. Mine und dann mal gucken.